Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal ein sehr, sehr, sehr cooles Video. Und zwar gab es letztes Jahr schon den Vermutungen über mich aufstellen Trend. Und den werden wir jetzt heute, ein Jahr später, auch mal nachgeben. Denn ich habe euch gefragt, eure Vermutungen über mich aufzuschreiben. Also einfach Dinge, von denen ihr denkt, dass ich so bin, dass ich sie so mache oder so. Und heute werde ich darauf reagieren und diese dann vielleicht mal klarstellen. Ich habe nämlich sehr viele Sachen schon gesehen, die nicht so stimmen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es irgendwie generell so ein Problem ist auf Social Media, glaube ich, aber dass man halt als Zuschauer oder Zuschauerin immer nur das sieht, was der YouTuber oder die YouTuberin von sich preisgibt. Dass ich ja nur eine ganz kleine Seite von mir im Internet zeige und nie mein ganzes Leben. Und daraus schließen dann Leute halt so Conclusions, was für eine Person ich bin. Und das ist voll spannend und das war voll spannend zu sehen, was für eine Person ich nach außen dann repräsentiere. Also vielen Dank für eure Nachrichten und für eure Kommentare, das ist wirklich sehr spannend. Und ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen was aufklären kann und euch ein bisschen Licht in den Tunnel bringe. Sagt man das so? Also erstmal kam einige Vermutungen über meine Schwester. Und zwar kam einmal die Aussage, du hast eine Zwillingsschwester, beziehungsweise du hast einen Zwilling. Dann deine Schwester ist gleich alt wie du. Und es kam auch, du streitest dich gerne mit deiner kleinen Schwester um kleine oder unnötige Dinge. Und eine Sache davon ist wahr und zwei Sachen davon sind falsch. Und zwar ist die letzte Sache richtig. Ich streite mich mit ihr sehr gerne über kleine, unnötige Dinge. Aber wir sind keine Zwillinge und sie ist auch nicht im gleichen Alter wie ich. Sie ist 4 Jahre jünger. Wir haben schon so eine Alterslücke auf jeden Fall. Aber wir streiten uns sehr, sehr oft über sehr viele unnötige kleine Dinge. Also schon auf jeden Fall. Ja, die nächste Aussage ist, du bist die Klassenbeste. Und das stimmt tatsächlich nicht. Ich hatte jetzt in dem letzten Zeugnis von der 10. Klasse, hatte ich einen Durchschnitt von 1,1. Und zwar hatte ich in allen Fächern eine 1, außer an Mathe und Spanisch hatte ich eine 2. Aber eine Freundin von mir hatte überall Einsen, außer in Spanisch, glaube ich. Und deswegen hatte sie halt einen Durchschnitt von 1,08 oder so. Ich weiß nicht, wie viel war sie besser als ich. Und deswegen bin ich nicht Klassenbeste. Du kannst nicht stillsitzen und musst dich manchmal dazu zwingen. Ich bin gar nicht so eigentlich. Also ich bin eine sehr ruhige Person, eher würde ich sagen. Und ich kann sehr, sehr gut still sitzen. Vor allem, ich glaube sogar, dass ich lieber still sitze, als die ganze Zeit rumzuspringen oder so. Wenn wir über das Thema Meditation sprechen, kann ich schon ein bisschen zustimmen, da ich jetzt nicht eine Person bin, die irgendwie eine halbe Stunde da sitzen kann und meditieren kann. Noch nicht zumindest. Aber an sich so still sitzen oder mal nichts machen, kann ich eigentlich sehr, sehr gut. Übrigens habe ich auch mal ein Video gemacht, wo ich einen Tag lang gar nichts gemacht habe. Das war dann ein bisschen übertrieben, das war anstrengend. Aber sonst kann ich eigentlich ziemlich gut still sitzen und mal nichts machen, beziehungsweise nichts Aufregendes. Du verdienst mit YouTube viel Geld. Und naja, also viel Geld ist ja immer subjektiv, je nachdem, was jeder für als viel Geld definiert. Ich persönlich würde nicht sagen, dass ich viel Geld damit verdiene. Also ich mache seit fünf Jahren YouTube, mache jede Woche 2 Videos, habe damit auch sehr, sehr viel Arbeit und verdiene jetzt aber erst seit letztem Jahr Geld. Und ich bin dafür aber auch sehr dankbar und freue mich auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es sehr viel Geld ist oder so. Und dazu muss ich auch sagen, dass so die Nische, in der ich Videos mache, nicht so wirklich gut kommerziell ist und nicht so gut verkaufbar ist, sage ich mal. Denn vor den Videos kommt hier immer eine Werbung und normalerweise ist die Werbung auf den Kanal und auf das Video abgestimmt. Wenn ich zum Beispiel über Beauty, über Fashion reden würde, könnte man viel bessere Werbung davor schalten, was natürlich viel bessere Möglichkeiten gibt, dort Werbung vorzuschalten und nicht so viel zum Beispiel vor dem Thema Produktivität oder so. Deswegen kommt es natürlich auch auf die Nische drauf an, auf die Videos, die du machst und so. Und wenn ich halt nur Make-up-Tutorials machen würde oder Fashion-Videos machen würde, hätte ich halt viel mehr Geld auch mit den gleichen Aufruf. Du bist klein und machst wenig Sport, obwohl du eigentlich sportlich bist. Ja, ich würde sagen, das stimmt eigentlich richtig, richtig gut. Und zwar, ich bin klein, ich bin 1,62 Meter, obwohl ich mal 1,65 Meter war. Ich bin einfach geschrumpft irgendwie, keine Ahnung. Und ich mache wenig Sport, obwohl ich sportlich bin, passt eigentlich richtig gut. Ich habe als kleines Kind, oder als kleines Kind auch nicht, aber ich habe, als ich noch ein bisschen jünger war, super, super, super viele Sportarten ausprobiert. Ich habe wirklich Tennis, Kanu, Klettern, Bouldern, Ballett, alles. Ich habe gefühlt jede Sportart gemacht. Da habe ich nie sowas gefunden, was mir wirklich Spaß macht, bis ich dann vor einigen Jahren zum Stepptanz gekommen bin. Und seitdem ist es auch so mein fester Sport, also Tanzen, beziehungsweise halt genau gesagt Stepptanz. Und ich fange noch den Ferien mit Taekwondo an, also mit einer Kampfsportart. Und das sind die Sachen, die ich so mache. Und ich muss halt sagen, wenn ich im Sportunterricht bin, dann pushe ich mich selbst immer sehr in der Schule. Und wenn ich jetzt zu Hause Sport mache, ist es eher, dass ich mit meiner Familie zusammen joggen gehe, mit meinem Vater vor allem zusammen joggen gehe, wandern gehe, dass ich mit dem Fahrrad zur Schule fahre oder so. Das sind so die sportlichen Aktivitäten, die ich regelmäßig mache. Und da kam nämlich auch die Aussage, du hast keine Hobbys, zu denen du fahren musst. Heißt, dass du nicht zu ihm mit dem Fahrrad musst oder das Auto. Und das stimmt nicht, weil ich ja wie gesagt Stepptanz mache. Aber ich könnte sagen, dass es vielleicht so ein bisschen stimmt momentan, dass ja halt immer noch diese Corona-Situation gibt und wir deswegen auch Online-Training haben und nicht dahin fahren. Deswegen
jetzt in der jetzigen Situation stimmt das, dass ich nicht dahin fahren muss. Die zweite Aussage war, du bist echt sympathisch. Und ich finde es nett, dass du das geschrieben hast. Und ich freue mich, dass ihr nicht als du mich als sympathisch siehst. Ich muss ehrlich sagen, dass es viele nicht zu sehen, wenn sie mich das erste Mal treffen. Denn ich habe von voll vielen Leuten, beziehungsweise von Freunden von mir oder von Freundinnen von mir, die damals halt noch keine Freunde von mir waren, die meinten zu mir, dass ich anfangs halt zwar sympathisch rüberkam, aber dass ich auch sehr einschüchternd rüberkam irgendwie und dass sie so ein bisschen Angst vor mir hatten. Ja, also vielleicht wirklich nicht auf alle sympathisch, sondern auch einschüchternd, wer weiß. Und die dritte Aussage ist, du würdest gern alleine leben, nicht für immer, aber jetzt momentan. Und ja, woher wisst ihr das? Oder woher weißt du das? Das ist voll gruselig. Aber ich würde wirklich voll gerne alleine leben. Ja, das stimmt. Dann haben mehrere Leute geschrieben, du hattest noch nie einen Freund. Und es gab auch einen Kommentar, du hast noch nie jemanden geküsst und hattest noch nie einen Freund. Und beide diese Sachen sind falsch. Tatsächlich, falls ihr meinen Kanal schon länger kennt, so schon seit 2019, müsstet ihr vielleicht sogar Videos mit meinem Freund zusammen gesehen haben, da ich dort Ende 2019 mal einige Videos mit ihm zusammen gemacht habe, als wir mein Zimmer umgeräumt haben. Da habe ich auch so ein Video dazu gemacht und er hat mir geholfen. Also vielleicht erinnert euch noch daran, falls ihr da meinen Kanal schon kanntet. Eine weitere Aussage war, du triffst dich ab und zu mit Freunden, allerdings nicht so oft, gehst aber nie feiern und trinkst keinen Alkohol. Und ja, das stimmt. Ich treffe mich sehr gerne mit Freunden, allerdings nicht so oft, das stimmt auf jeden Fall. Und ich gehe nie feiern und trinke keinen Alkohol, das stimmt. Dann gab es einige verschiedene Vermutungen über das Thema Druck machen und Perfektionismus. Und zwar war eine Aussage, deine Eltern machen dir viel Druck. Dann hat eine andere Person aber geschrieben, dein Umfeld, Familie, Schule etc. machen dir hinsichtlich deiner Leistungen keinen Druck. Du machst dir selbst am meisten Druck und bist sehr ehrgeizig. Und der zweite Kommentar ist einfach hundertprozentig richtig und wahr. Meine Eltern machen mir gar keinen Druck eigentlich. Also klar, sie wollen schon, dass ich gute Noten habe und so, aber sie machen mir jetzt nicht Druck, dass sie sowas sagen wie, oh mein Gott, du hast keine 2 geschafft, jetzt hast du dein Handy nicht benutzt oder so. Also eigentlich machen sie mir da wirklich gar keinen Druck, sondern sind dann eher so, wenn ich mal eine schlechte Note habe, dass sie dann sagen, hey, okay, nächstes Mal wird's besser, alles gut und so. Aber ich sehe jetzt wieder einfach die Person, die mir so krassen Druck macht, wie du schon gesagt hast. Bei meiner Schwester wiederum ist es ein bisschen anders. Ich glaube, da machen meine Eltern ihr mehr Druck und sich selbst eher so weniger. Also ich denke, es spielt so ein bisschen noch damit rein. Also wahrscheinlich, wenn ich mir selbst weniger Druck machen würde und alles lockerer sehen würde, würden meine Eltern wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck machen, als sie es jetzt gerade tun. Meine Vermutung ist, dass du als kleines Kind schon so organisiert und motiviert warst und dich schon für Organisation und so weiter interessiert hast. Und du hättest noch gerne ein zweites Haustier. Ich war als kleines Kind eigentlich überhaupt nicht organisiert wie jetzt. Mein Zimmer sah immer total schlimm aus und ich wollte auch nie meine Hausaufgaben machen damals. Und es gibt ja diese super lustige Story von meinen Eltern und mir, dass meine Eltern mir damals immer gesagt haben, mach deine Hausaufgaben, lern jetzt und so weiter. Und meine Mutter saß so in der ersten, zweiten Klasse immer neben mir bei den Hausaufgaben und habe mich halt immer so dazu gezwungen, die dann zu machen. Und ich wollte halt, wir haben uns immer gestritten dabei. Und irgendwann meinte meine Mutter halt so zu mir, okay Lara, es reicht jetzt, ich helfe dir jetzt nicht mehr, du machst immer so ein Drama daraus, ich helfe dir jetzt nicht mehr. Du machst alles alleine und dann gucken wir mal, wie du damit zurechtkommst. Und dann hatte ich halt innerlich so diesen Ehrgeiz, den ich halt immer habe, von wegen, okay, ich zeig's dir jetzt, ich mache das jetzt alles selber und ich schaff's jetzt, gute Noten zu haben und zu lernen und so weiter. Und diese ganzen Sachen. Und dann hat es tatsächlich auch so funktioniert. Und das war so ein bisschen der Turning Point, wo ich dann angefangen habe, so organisiert zu werden, mich für Schule zu interessieren, gerne zu lernen und so. Also ich war nicht immer so, sondern es gab diesen speziellen Punkt. Ich glaube, das war in der dritten Klasse ungefähr. Und ich habe hier einen kleinen Hund und eigentlich, wenn du mich so vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, ich möchte noch ein weiteres Haustier. Aber mittlerweile ist es mir nicht mehr so wichtig, beziehungsweise möchte ich es eigentlich nicht, weil ich weiß, wie viel Arbeit ein Haustier ist. Ich hatte nämlich eigentlich immer 2 Hunde, beziehungsweise einmal auch 3 Hunde gleichzeitig. Und ich weiß einfach, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ich hatte auch eine sehr lange Zeit Kaninchen und es war für mich so anstrengend, immer im Winter den Stall sauber zu machen und das alles ordentlich zu halten. Und ja, wenn du mich früher gefragt hättest, hätte ich auf jeden Fall ja gesagt, mittlerweile finde ich das sehr, sehr viel Arbeit, also eigentlich nicht. Du nimmst dein Leben sehr ernst und hast selten Spaß. Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, bin ich eine Person, die sehr ernst ist? Hola, ¿qué tal? Hola, Mama. Ja, ¿qué tal, oder? Ich filme gerade ein Video, wo ich sozusagen Vermutungen beantworte, die meine Zuschauer gesagt haben über mich. Verstehst du, was ich meine? Ich gebe dir mal die Schmerzen. Du weißt, dass ich gerade filme, ne? Ja, weiß gut. Und ich wollte euch fragen, wie seht ihr das? Denkt ihr, ich bin eine sehr ernste Person? Also, du bist jetzt nicht so spaßig wie deine Schwester, aber du kannst auch Spaß erleben. Ja, ich kann Spaß erleben. Aber
ist total ernst im Leben, hat aber am Ernstsein total viel Spaß. Ja. So wie ich. Okay. Ja, du hast ganz viel Spaß, ja. Okay. Okay, danke für eure Meinung. Das kommt in das Video. Einige haben auch geschrieben, dass sie denken, dass ich viele Freunde habe. Ich bin sehr vorsichtig, wem ich den Namen Freund gebe und bezeichne nicht schnell Leute als Freunde. Aber ich würde sagen, dass ich sehr, sehr viele Kontakte habe. Also ich kenne sehr viele Menschen. Ob ich sie als Freund oder Freundin bezeichnen würde, ist halt eine andere Sache. Also ich glaube, so richtig gute Freunde habe ich nicht viele. Ich würde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich vielleicht 4, 5 sehr gute Freunde, von denen ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann, dass sie immer da sind. Dass, ja, also davon habe ich vielleicht 4, maximal 5 Leute. Und die anderen Personen bezeichne ich nicht gerne als Freunde, weil ich weiß nicht, also eigentlich würde ich sagen, ich habe vielleicht 5 Freunde und der Rest sind so Bekannte, mit denen ich gut klarkomme. Aber diese 5 Freunde sind halt wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir und ja, so würde ich das Ganze, glaube ich, handhaben und so bezeichnen. So, das waren jetzt einige Vermutungen über mich. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Video vielleicht ein bisschen was über mich herausfinden, was ihr vorher noch nicht wusstet. Euch hat es Spaß gemacht anzusehen oder vielleicht sogar ein bisschen inspirierend, wer weiß. Ich sage auf jeden Fall danke für eure ganzen Kommentare, weil das sehr spannend für mich war, das zu sehen, wie ich mich ausnahm, was du repräsentiere. Es war super spannend zu sehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald auf dem Kanal mal wiedersehen. Also habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis Sonntag, Dienstag oder Donnerstag mal wieder. Bis dann. Tschüss.